Hey, hallo, hier sind wir wieder bei der Morgenshow und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Was der Ton heute ein bisschen halt, ja, es ist gerade so, es ist eine andere Location, aber das tut der Message im Endeffekt ja nichts ab. Das, worum es mir heute geht, ist dieses Next Level. Und vielleicht kennst du das in deinem Business auch, dass es immer wieder darum geht, das nächste Level zu erreichen. Und man sieht es in Texten, man liest es, man hört es in Podcasts, jeder spricht immer davon, das nächste Level zu erreichen. Und ja, ehrlich gesagt, ich auch, weil es geht nicht unbedingt per se darum, das nächste Level zu erreichen, sondern das, was das nächste Level mit uns macht. Jetzt ist es aber oft so, dass genau dieses nächste Level sich manchmal so unglaublich groß anfühlt, uns einfach auch Angst machen kann. Oder sagt, Gott, wie soll ich denn dort einfach nur hinkommen? Das ist so weit weg, das fühlt sich so unglaublich groß an, keine Chance, das irgendwie zu machen. Und für mich gibt es, wenn man sich so umschaut, jetzt nicht nur in unserer Coaching-Bubble-Blase, sondern generell, es gibt Menschen, die gehen einfach ihren Weg und die erreichen Ziel um Ziel um Ziel und sind unglaublich erfolgreich. Und dann gibt es andere, die sind das eben einfach nicht, da funktioniert es einfach nicht. Und für mich stellt sich dann immer so die Frage, beziehungsweise ich hinterfrage das dann gern und schaue einfach so gerne hin und sage, was ist es denn tatsächlich? Ja? Was ist es denn tatsächlich, was diesen Unterschied ausmacht? Und für mich sind es im Endeffekt zwei Punkte. Und das eine ist die Angst und das andere ist das Commitment. Und beides ist das, was wir brauchen, beides ist das, was immer wieder vorhanden ist, vor allem eben auch das Thema Angst. Und bei Angst geht es nicht darum, quasi Angst davor zu haben, zu scheitern oder sonst irgendetwas oder irgendwelche anderen übergeordneten Ängste, sondern es geht ganz oft darum, traue ich mir denn das überhaupt zu? Und wir verbinden unsere Angst immer mit dem, was schon war. Was, wenn ich wieder scheitere? Was, wenn ich es wieder nicht erreiche? Was, wenn ich gefühlt wieder alles gebe, aber wieder nicht ankomme? Das sind die Ängste, die die meiste Zeit diesbezüglich auftauchen und die diesbezüglich ganz oft da sind. Ja, heute ist ein anderer Background, wie gesagt, es wird jetzt die nächsten paar Tage so bleiben, aber ich versuche, dass wir das mit dem Ton einfach auch noch entsprechend besser hinkriegen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, diese Angst, die wir hier haben, hier geht es ganz oft darum, eben, dass wir es mit Erfahrungen aus der Vergangenheit verbinden und hier Rückschlüsse ziehen, die vielleicht absolut heute nicht mehr stimmen. Dennoch sind sie da. Und das ist der eine Punkt, warum die eine Gruppe von Menschen einfach nicht so erfolgreich ist, wie sie es gerne möchten. Auf der anderen Seite ist es dieses Thema Commitment. Es gibt Menschen, die sind so committed, diesbezüglich ihren Weg zu gehen, dass egal, was man denen in den Weg wirft, quasi egal, was denen das Leben präsentiert, egal, was hier passiert, im Außen wie im Innen, die gehen einfach ihren Weg. Und die packen Hürden, als wären sie Kieselsteinchen, ja? Zumindest gefühlt. Und diese zwei Aspekte sind genau diese wesentlichen für mich. Wenn ich sage, auf der einen Seite, ich weiß, wie ich mit meinen Ängsten umgehe und ich weiß, dass Ängste immer ein Rückschluss aus der Vergangenheit sind, dann kann ich damit wesentlich leichter umgehen, weil ich sage, okay, das hat nichts damit zu tun, dass dieses Ding tatsächlich in der Zukunft wieder eintritt. Und das Zweite ist eben wirklich zu schauen, wie committed bin ich denn tatsächlich? Wie committed bin ich wirklich, diesen Weg zu gehen? Und auch da gibt es nochmal so eine Abzweigung. Die einen glauben aus tiefster Überzeugung daran, dass sie so erfolgreich werden können wie andere. Weil sie sehen, dass es andere schon geschafft haben, dass es andere schon gemacht haben. Und da ist es auch wieder völlig egal, in welchem Bereich, in welcher Branche. Ja, es gibt vielleicht physiologische Bedingungen, damit ich das eine oder andere nicht erreiche. Wenn ich nicht die wahnsinns herausragende Stimme von Natur aus habe, wird es vielleicht umso schwieriger. Wenn ich nicht den optimalen Körperbau habe, um Marathons und Ironmans und weiß der Kuckuck was alles zu laufen, wird es vielleicht ungleich schwieriger. Aber businesstechnisch gesehen, ja, gibt es hier so gut wie keine Beschränkungen, damit du in deiner Branche, du in deinem Business nicht genauso erfolgreich werden könntest wie die ganz Großen am Markt. Und oftmals sind es ja genau diese Nischenplayer, die extrem erfolgreich sind. Der große Unterschied für mich liegt daran, eben oft die einen glauben bedingungslos daran, dass es so ist und die anderen wollen es glauben. Die versuchen daran zu glauben.
die bemühen sich immer wieder daran zu glauben. Und die sagen zwar, ja, ich glaube für mich auch dran, ne? Aber innen drinnen sitzen diese Zweifel. Und solange du diese Zweifel für dich nicht wirklich ausmerzt, solange du hier nicht wirklich hingehst, solange du hier nicht wirklich auch schaust, was diese Zweifel tatsächlich ausgelöst haben, warum du nicht bedingungslos daran glaubst, wo du dir selbst diese Einschränkungen gibst, wo du dir selbst diese Limitations einfach auch setzt, wo du dir selbst diese Grenzen ziehst und sagst, hey, bis hierhin kann ich es mir vorstellen, aber darüber hinaus nicht. Solange du hier nicht wirklich ansetzt und diesbezüglich Klarheit schaffst, wird immer dieses große Thema Angst aufpoppen und du wirst nur einen gewissen Schritt gehen. Du wirst einfach nicht so offen und so vom Kopf her auch einfach so offen auf das Thema drauf zugehen. Du wirst dich eben einfach immer wieder zurücknehmen. Und von dem her, für dich auch einfach wirklich zu schauen, was sind die Bereiche, wo du vollends daran glaubst und wo merkst du für dich aber, ja, ich glaube eh daran, aber nicht bedingungslos. Und das sind genau die Bereiche, die du dir für dich anschauen kannst. Und wenn ich diese Themen bei mir entdecke, die es bei mir genauso gibt, dann sind das die Phasen, wo ich einfach noch mehr ins Journaling gehe, wo ich eben meinen Coach, meine Mentorin anrufe und sage, hey du, wow, da passiert jetzt gerade das und das. Da gehe ich jetzt gerade nicht drüber, da stehe ich mir jetzt gerade selber im Weg. Da mache ich nicht, was ich eigentlich machen sollte, machen könnte, wenn ich nicht die Hosen voll hätte. Da gehe ich nicht all in, da halte ich mich zurück, da bin ich einfach ruhiger und leiser und bin einfach nicht so präsent und da. Das Thema dabei ist, dass du nicht nur dir selbst damit keinen Gefallen tust, sondern auch den Menschen da draußen damit keinen Gefallen tust. Weil es geht nicht nur sehr darum, wen du alle helfen kannst und wen du alle unterstützen kannst, und, sondern es geht auch ganz viel darum, welche Role Models, welche Vorbilder sind wir selber. Und für mich ist es einfach so unglaublich wichtig, für mein Fräulein ein richtig starkes Vorbild zu sein und ihr zu zeigen, dass man den Weg gehen kann, auch wenn man unsicher ist, auch wenn man Ängste hat, auch wenn man nicht weiß, wie es im Endeffekt dann tatsächlich funktionieren kann. Sondern für mich auch einfach immer wieder zu reflektieren und zu sagen, okay, was zeige ich ihr denn bewusst und unbewusst damit, wenn ich den Weg nicht gehe? Und was würde ich quasi auch von ihr erwarten oder verlangen, wenn sie in einer ähnlichen Situation wäre? Was würde ich mir wünschen für sie, von ihr, dass sie dann einfach bereit ist, den Weg zu gehen? Und je mehr ich das in mir auslebe, je mehr ich das vorlebe, desto mehr kann ich Vorbild für sie sein, aber auch für ganz viele andere, wie eben auch dich zum Beispiel. Und ich weiß von dir, dass du daran glaubst, dass es möglich ist und dass du diese großen Visionen hast und dass du diese großen Ziele und Wünsche hast. Sonst würdest du A, dieses Video nicht anschauen, sonst würdest du dich B, mit diesem Thema allgemein nicht beschäftigen, dann würdest du mir auch nicht folgen, dann wärst du gar nicht in meiner Bubble. Und für mich ist aber auch klar, dass wir diese Träume, Wünsche und Hoffnungen immer wieder aus dem bestimmten Grund heraus haben, dass wir sie erfüllen können, dass wir tief in uns verstanden haben, dass es möglich ist, dass wir diesen Weg tatsächlich gehen können. Sonst wären diese Wünsche und Hoffnungen ja gar nicht da, sonst wären sie nicht vorhanden. So funktioniert das zumindest in meiner Welt. Und das ist das, was ich dir diesbezüglich eben auch mitgeben möchte. Schau für dich, in welchen Bereichen zweifelst du. Was hältst du nicht ganz so möglich? Mit beispielsweise 10 Stunden weniger, 5-mal so viel zu verdienen oder diese Reichweite zu erreichen oder diesen Umsatz zu erzielen oder diese Reisen zu machen oder diese Partnerschaft zu führen oder dass dein Produkt, dein Angebot durch die Decke geht, sondergleichen. Was sind die Dinge, die du nicht hundertprozentig für möglich hältst? Obwohl sie vielleicht auf deinem Vision Board sind, obwohl sie in deiner Planung drinnen sind, obwohl sie in deinen Zielen und Träumen immer wieder auftauchen. Und erst wenn du hier hinschaust, kannst du für dich eben auch wirklich so diese Lücke entdecken, diesen Gap, um zu sagen, okay, das ist das, was ich überbrücken muss, um von A tatsächlich nach B zu kommen. Und von dem her einfach auch aufzuhören, dich selbst immer wieder zu stoppen. Also stoppe dich selbst zu stoppen. Hör auf, dir selbst im Weg zu stehen, weil du eben nicht daran glaubst. Und ja, es gibt Ziele, es gibt Visionen, die sind so unglaublich groß, dass auch ich merke, so, wow, da fällt es mir gerade schwer, so hundertprozentig in diese Vision, in dieses Bild einzutauchen. Was mir dann dabei einfach hilft, ist, dass ich für mich eben auch definiere, sage, okay, dann
bin ich auf dem Weg dorthin, das zu erreichen. Dann kann ich es vielleicht noch nicht als dann, als erledigt deklarieren, aber für mich so ein bisschen abzustufen oder abzuschwächen und sagen, okay, aber ich bin auf dem Weg dorthin, es zu erreichen. Ich bin schon längst auf dem Weg. Ich werde jeden Tag besser darin, das und das zu erreichen. Und damit schaffst du eben auch diese Brücke von diesen, ich will es ja glauben, hin zu diesen, oh ja, wow, jetzt kann ich es wirklich glauben. Und diese Brücken sind das, die du für dich eben auch selber schaffen musst, damit du nachher diesen Weg auch wirklich gehen kannst. Wie auch immer dieses nächste Level für dich ausschaut, was auch immer es für dich explizit bedeutet, so wie auch Erfolg für jeden etwas anderes bedeutet. Je offener wir hier aber im Endeffekt sind, umso leichter und umso schneller kommen wir dorthin. Wozu ich dich jetzt heute animieren und motivieren möchte, ist, dass du dir eben, wie gesagt, diese Bereiche einfach anschaust. Dass du schaust, wo glaubst du nicht tatsächlich an dich? Wo merkst du, okay, da ist das Commitment einfach auch nicht wirklich vorhanden, es zu tun, trotz der Ängste, trotz der Zweifel. Wo gehst du selbst einfach immer wieder einen Schritt zurück, weil du sagst, oh, hier ist es aber irgendwie bequemer, hier fühle ich mich sicherer, hier weiß ich, dass mich keiner be- und verurteilen wird. Hier weiß ich, da kann ich nicht auf die Schnauze fallen, wenn ich einfach bleibe, wo ich bin, weil mir geht's doch gut. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ich brauche doch gar nicht mehr. Ich bin doch zufrieden. Ich bin doch glücklich. Ich bin doch happy. Ich habe doch alles, was ich mir schon je erträumt habe. Und hier für dich einfach wirklich ehrlich zu sein, ganz bewusst hinzuschauen und zu sagen, stimmt denn das? Oder habe ich mir einfach selbst diesen Deckel vorgeschoben? Habe ich mir selbst die Decke quasi niedriger gezogen? Habe ich mir selbst meine Grenzen hier gesetzt? Und es geht nicht so sehr darum, einfach nur erfolgreich zu sein, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, dass es für dich genauso möglich ist wie für irgendjemand anderen. Und für dich auch wirklich dich vom Kopf her so zu öffnen, dass du sagst, okay, es gibt keinen Grund, warum es für dich nicht möglich sein sollte. Es gibt keinen tatsächlichen Beweggrund, warum exakt du das nicht schaffen solltest. Wie gesagt, es kann physiologische, anatomische Beschränkungen geben, warum das eine oder andere vielleicht nicht funktioniert. Ja? Aber businesstechnisch, branchentechnisch gibt es keine Beweggründe dafür. Auch nicht zu sagen, ja, aber der ist doch schon seit 20 oder 50 oder 100 Jahren am Markt. Das existiert doch schon seit x Jahren. Oder die sind einfach schneller und haben andere Bedingungen oder haben mehr Möglichkeiten. Ich sage, ja, aber die hast du genauso, weil die Zeiten haben sich verändert. Und wenn ich deren Erfolge anschaue und nur Gründe finde, warum es bei mir nicht funktioniert, dann liefere ich mir meine eigenen Ausreden diesbezüglich. Also, schau für dich selber hin, werde dir klar und schreib mir gerne in die Kommentare, was es bei dir ist, was dich immer wieder bremst. Eher Angst oder fehlendes Commitment. Und wenn du merkst, oh, ab und zu ist es beides, dann willkommen im Club. Es geht uns nämlich allen so. Wir haben mit beiden Dingen immer wieder uns auseinanderzusetzen, dürfen auf beide Dinge immer wieder hinschauen. Und dürfen uns einfach immer wieder entscheiden, unseren Weg, unser Ding trotzdem durchzuziehen, trotz dieser Ängste und unser Commitment einfach immer wieder gerade zu richten, immer wieder hinzuschauen und zu sagen, okay, ja cool, wenn ich nicht wirklich committed bin, dann kann ich da auch nicht hinkommen. Also immer wieder zu dir selbst zurückzureflektieren und für dich selbst zu verstehen, es ist immer wieder deine bewusste Entscheidung. In diesem Sinne, dream big, stand out. Weil du dir deine Ängste anschaust und weil du schaust, wo dein Commitment noch nicht hundertprozentig ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare, lass es mich wissen, zeig auch den anderen, dass du zu dir selbst so sehr stehst, dass du weißt, okay, ja wow, da darf ich jetzt noch mehr Gas geben. Da darf ich aufhören, nur so zu tun, als würde ich dran glauben, sondern beginne wirklich daran zu glauben, weil du diese Lücken einfach immer mehr schließt. Ich wünsche dir jetzt noch einen fabelhaften Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Morgenshow. Ich freue mich auf deine Kommentare, auf dein Feedback, natürlich auch zu diesem Video. Und wenn du denkst, der Inhalt war richtig gut, dann teile es gerne mit deiner Community, tagge jemanden und lass uns gemeinsam einfach die Welt verändern. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Alles Liebe, ciao, bis bald.